Wunderschönen guten Tag euch da draußen. Ich wünsche allen einen erfolgreichen Tag, wenn ihr euch da draußen versammelt und für den Frieden und die Freiheit spaziert. Ich bin sehr, sehr stolz auf euch. Und ich denke, ihr werdet sehr erfolgreich sein. Ihr werdet eure Herzen füllen. Ihr werdet euch kennenlernen. Ihr werdet anderen Gleichgesinnten in die Augen blicken. Bleibt friedlich. Wir brauchen keine Insignien der Macht. Wir brauchen einfach nur die Kraft, die wir im Herzen tragen. Und unseren Verstand als Waffe. Und ich bin ganz bei euch, ich denke an euch. Meine Mutter und ich werden weiterhin das Haus hüten, denn meine Mutter kann leider keine langen Strecken zurücklegen, aber das ist kein Problem. Sie hat in Südafrika gegen die Apartheid gekämpft und die Apartheid ist irgendwann auch verschwunden. Wir werden das aber viel, viel schneller hinbekommen, denke ich, mit eurer Power und eurer Kraft. Glaubt an euch. Glaubt daran, dass ihr was verändern könnt. Ich glaube auch fest daran. Danke an alle Brüder und Schwestern, die schon länger, nennen wir es mal, im Widerstand sind und ihr Gesicht zeigen. Es tut mir auch leid, dass nicht mehr von den bekannten Künstlern, Musikern, Intellektuellen in Deutschland sich zu euch gesellen können. Vielleicht warten wir noch ein bisschen, bis sie den Mut finden. Denn wir streiten hier für unsere Freiheit und wir werden nicht in ein faschistisches System abgleiten, auch wenn wir fast schon drin sind. Ich glaube fest an euch, ich bete für euch und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag beim Versammeln und Spazieren. Also, was wir alleine nicht schaffen, das schaffen wir dann zusammen. Ciao, ciao.